Die ganze Welt ausspähen, jede private E-Mail lesen, der Traum jedes Geheimdienstes. Der amerikanische Sicherheitsdienst NSA könne und mache das, so Snowden, der jahrelang für ihn gearbeitet hat. Der Dienst sei eine massive Überwachungsmaschine. Ich finde, dass das alles öffentlich gemacht werden muss. Bisher wird alles im Geheimen entschieden. Das ist einfach undemokratisch. Sein Gewissen habe ihm keine Ruhe gelassen. Snowden, wenn er denn so heißt, kopierte Geheimdokumente des Abhördienstes NSA, übergab diese Insider-Informationen an Washington Post und den britischen Guardian. Ich bin bereit, die Echtheit dieser Dokumente zu bezeugen und ich erkläre, ich habe nichts verändert, das ist die Wahrheit. 5 US-Internetfirmen sollen an den Aussperrprogrammen des Geheimdienstes beteiligt sein. Die aber dementieren. Das US-Justizministerium hat Ermittlungen eingeleitet. Snowden ist klar, dass Hongkong nur ein erster Zufluchtsort sein kann. Es gibt ein Auslieferungsabkommen mit den USA. Jetzt sucht er Asyl.